Wattels schmeißt dich in seine Welt, wie meine Eltern mich damals ins kalte Wasser. Ich bin Johnny, aka SODLight, und heute spielen wir den perfekten Start in Wattels und gehen die wichtigsten Punkte dabei durch. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich habe bereits ein Video gemacht mit Tipps und Tricks, die einem bei Wattels weiterhelfen. In dem Video werde ich einige bzw. sehr viele von diesen Tipps anwenden, also wenn du es noch nicht kennst, schau es dir auf jeden Fall an. Es ist jetzt oben rechts in der Ecke. Ja, und in-game habe ich dann schon hier die ersten Ressourcen eingesammelt und die ersten Banditen besiegt, bei denen wir auch einen Dolch bekommen haben, welchen wir natürlich unserem Waldläufer geben wollen, weil der unsere Gegner vergiftet. Danach geht es zuerst zu den Stallungen der Hochebene, wo sich natürlich jetzt nicht viel befindet, aber wo wir unseren Dieb herbekommen. Komm, rein da. Dafür sprechen wir ihn einfach an und wählen das Stehlen aus. Den Dieb geben wir unserem Waldläufer. Dadurch bekommt er dann plus 1 Geschicklichkeit. Aber wir stehlen nichts, weil brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und danach geht es direkt weiter nach Stromkap. Den Weg dorthin sammeln wir natürlich alles ein, was geht. Und bevor wir dort ankommen, werden wir schon unseren ersten Wissenspunkt kriegen, welchen wir in Laufen stecken. Gesagt, getan, können wir direkt nach Stromkap reinlaufen und dort im Gasthaus nach Aufträgen schauen natürlich. Hier suchen wir, wollen wir die Mission auf dem Altes Plateau. Wenn wir die nicht finden, nehmen wir einfach die Aufträge an, die bei uns gut reinpassen. Danach schauen wir uns mal hier die Söldner an, gucken, was die so für Eigenschaften haben und ob was Krasses dabei ist, aber sieht nicht so aus. Und deshalb bleiben wir auch nicht mehr lange in der Taverne, sondern gehen jetzt rüber zum Schmied, um uns diesen Beruf hier abzuholen. Dem geben wir unserem Schwertkämpfer, damit er schon mal eins stärker erhält. Und wir sprechen mit dem Schmied, da er uns sagt, dass er einen zweiten fähigen Schmied sucht, welchen wir ihm besorgen wollen. Darüber hinaus verkaufen wir noch unseren alten Dolch und kaufen uns ein bisschen Rohmaterialien. Nach dem Schmied geht es nochmal in die Apotheke, um einfach den Alchemisten zu erlernen. Müssen wir jetzt aber niemandem zuweisen. Ansonsten, wenn ihr das DLC der Taverne habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass wie ihr die Taverne jetzt eröffnet. Ich werde es in diesem Run nicht machen, um das Ganze sehr allgemein zu halten, aber die Taverne gibt euch early wirklich einen krassen Boost, was das Gold angeht. Genau. So, nach Stromkap wollen wir erstmal ins Lager und unsere Werkstatt benutzen. Da geben wir unseren Bogenschützen den Beruf, damit er einfach ein bisschen Crit-Chance kriegt. Und wir stellen zwei Angelhaken her und einen Dietrich. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch noch einen Dietrich mehr erstellen, aber wir werden noch mehr Eisen finden, also so passt es für den Anfang. Und ja, danach gehen wir hier angeln, schalten den Anglerberuf frei, geben unserem Rohling, damit er auch noch mal ein bisschen tankier wird, und holen uns hier unseren ersten Fisch. So allgemein lässt sich hier sagen, alle Minispiele auf jeden Fall gewinnen. Kann sich nur lohnen. Die Erfahrung, die Nahrung werden wir später brauchen und machen sich vor allem im Early sehr bezahlt. So, danach gehen wir jetzt zum Gefängnis von Tiltren. Das ist hier oben. Und wir laufen auf den Wegen, da man sich hier schneller fortbewegt und nicht so viel Ausdauer verbraucht. So, auf dem Weg zum Gefängnis sammeln wir noch jegliche Ressourcen ein, die wir finden. Da ist auch das Eisen, von dem wir gesprochen haben. 4 Stück, sehr gut. Und im Gefängnis angekommen, erhalten wir einen zweiten Wissenspunkt, den wir gleich direkt in Karriereziele einsetzen. Aber erstmal angeln wir eine Runde.
Danach gehen wir ins Zuchthaus und sprechen hier die Wärterin an, woraufhin wir uns auch noch drei Ketten holen werden. Beziehungsweise schaut einfach mal ins Gefängnis, wie voll es da ist. In der Regel reichen aber drei Ketten. Manchmal passen auch vier rein. Hat ja auch schon Runs, wo nur drei reinpassen, weil man hier einen Eber übersieht. Deswegen holen wir uns nur drei Ketten. Und danach geben wir uns auf Rast. So. Hier werden wir auch einmal Karriereziele holen. Und anschließend rasten. Davor werden wir noch unseren Tüftler hier an die Werkstatt dran setzen, damit er uns Rohmaterialien produziert. Und dann geht's ans Schlafen. So. Danach gehen wir hier rechts in den Wald rein, sammeln jegliche Ressourcen dabei ein und gehen wieder angeln. Bevor wir angeln, müssen wir nochmal schnell Angelhaken produzieren. Das ist aber kein Problem. Und in demselben Zug werden wir auch noch ein paar Dietriche herstellen. Perfekt. So, nachdem hier der Fisch geangelt ist, gehen wir diesen Gefangenen hier aus dem Weg. Zu blöd, dass die genau dahin wollen, wo wir hin wollen. Aber macht nichts. Hier sammeln wir noch das Eisen ein und dann geht's auf den Berg. Erstmals geht's hier zu diesem verlassenen Turm, wo wir den Schmied finden werden für unseren Schmied in Stromkap. So, der wurde hier gefesselt. Wir wollen ihn freilassen. Kein Problem. Und danach fangen wir an, ihn zu eskortieren. Hanf aufheben und weiter geht's. Jetzt gehen wir auch hier hoch in das Schneegebiet, wo wir jegliche Pflanzen einsammeln wollen und uns aufs altes Plateau aufmachen, wo wir dann ein paar Banditen besiegen, die gefangen nehmen und danach verkaufen. So. Da wir jetzt hier den Gefangenen eingesammelt haben, sind auch die Leute, die ihn gesucht haben, hinter uns her, was potenziell nicht ganz so geil ist. Den müssen wir dann aus dem Weg gehen. Was ist das denn? So, hier kommen wir zum Turm auf dem Altesberg. Und bevor wir dort reingehen, werden wir uns nochmal hier ein Seil herstellen und einen Kletterhaken, damit wir gleich schnell den Berg runtergehen können. So, hier den Turm greifen wir natürlich an und wollen Leute gefangen nehmen. Je mehr, desto besser. Und sag mal, mindestens zwei, alles darüber, also drei, ist echt, echt gut. Bam. Bam. Und damit haben wir die Leute gefangen genommen. Die Besoldner, die Banditen. Und dann alles, aber haben dafür auch großen Preis gezahlt. Einmal alles reparieren und unseren Rohling aufwerten. Der wird zum Zerstörer und wir geben ihm natürlich mehr Verfassung. So. Weiter, jetzt geht's rein in dieses Ding hier. Dort sammeln wir nochmal Hanf auf und looten, was das Zeug hat.
Wenn er besser seid als ich, geht auch kein Dietrich kaputt. Boah. Wild. Ja, Militärbericht wird gelesen. Und dann haben wir dort oben noch. Das ist falsch rum. Eine Kiste, welche wir aufschließen. Wir haben ein bisschen Essen drin. Und das war's von hier aus. Ja, Rest machen wir gleich, wenn wir rasten. Nein, wir rasten. So, beim Rasten werden wir erstmal Ausdauertraining erlernen, damit wir länger sprinten können, und Rationierung, damit wir jetzt einfach weniger essen. Danach werden wir jeden, den wir können, ans Lagerfeuer setzen, um Zufriedenheit zu generieren. Und wir werden nochmal ein Seil und einen Kletterhaken herstellen, damit wir gleich ratzefatze vom Berg flüchten können. So, ansonsten jetzt einmal hier rasten. Und danach müssen wir uns beeilen, weil ich glaube, die sind uns auf den Fersen. Okay. Die mit diesem blauen Banner, die sind gegen uns und deswegen hauen wir jetzt hier einfach ab. Unten werden wir jetzt von diesen kleinen Besowskis da angesprochen, welche wir einfach kalt machen werden. Oh, heute ist neblig. Alles plündern, alles reparieren. Unser Waldläufer ist Level Up. Dem geben wir den tapferen Sieg, womit er uns Punkte gibt durchs Töten. Und da wir davon eigentlich so an sich nichts brauchen, werden wir trotzdem die Willenskraft upgraden, damit hier das erste Mal überlebt wird, wenn man in diesen kritischen Bereich kommt. Jetzt haben wir noch mittlere und schwere Rüstung, die verteilen wir auch noch. Und zwar einmal den Schwertkämpfer. Die mittlere Rüstung kann noch nicht ausrüsten. Aber unser Zerstörer kann die schwere Rüstung ausrüsten. Und der Helm. Den Helm auch. Weil der ist sehr hässlich. So. Jetzt gehen wir ins alte Salzbergwerk. Auf jeden Fall hier im alten Salzbergwerk überzeugen wir diesen alten Typen hier. Und danach schalten wir unseren Bergarbeiter frei. Meinen das ganze Eisen ab und kriegen das wieder. Also das mit dem Einfluss eingeben. Ausgeben. Das ist hier ein Geben und Nehmen an der Sache. So, jetzt können wir noch mit ihm reden und dann kriegen wir das auch zurück. Anschließend können wir noch das Salz stehlen. Und dann erziehen wir uns wieder. Richtung Stromkap und dem Zuchthaus. Je nachdem, wo natürlich unsere Gegner hinlaufen. Es ist auch für die Reward.
Hier werden wir jetzt ein paar Gefangene übergeben. Und haben jetzt für den Anfang schon fast 300 Gold, kriegen noch 160 durch den Auftrag. Und das ist doch sehr, sehr gut. Ansonsten ist jetzt niemand mehr so wirklich ganz interessiert. Und wir können Richtung Stromkap. So, an dieser Stelle noch eine kleine Rast machen, damit wir auch in Zukunft weiter gut wegrennen können. Und jetzt geht's Richtung Stromkap, wo wir unseren Schmied abgeben wollen. Muss natürlich aufpassen mit den Gefangenen, die den sammeln, einer sammeln wollen. Müssen wir natürlich schneller sein als die. Das können wir so ganz schnell und einfach abschließen. Und jetzt geht's zum Schmied. Wir geben unseren Freund ab und kriegen dafür auch noch ordentlich was an Materialien. Annehmen. Einfluss gewonnen. Schicksal vertrillten. Einfluss und ordentlich Rohmaterialien. Danach können wir noch alte Sachen verkaufen. Und ja. Anschließend im Gasthaus natürlich noch unser aller Werk abgeben und das Kopfgeld kassieren für die Trunkenbolde. Haben wir wohl einfach so mitgenommen, das freut uns natürlich sehr. Und beim nächsten Mal geht es dann genau hier weiter und ich zeige dir, wie es nach dem perfekten Start weitergehen kann und welche Punkte du definitiv in Tiltrin abarbeiten solltest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.